Ja, guten Abend zusammen. Ich glaube, alle Leute, die heute das Spiel nicht gesehen haben, nicht den Weg ins Stadion gefunden haben, haben wirklich was verpasst. Da haben zwei Top-Teams heute ein sehr, sehr starkes Eishockeyspiel über 60 Minuten geliefert. Wir hatten im Powerplay waren wir heute sehr effizient. Wir haben unsere ersten drei Tore in Überzahl geschossen. Wir wissen von der, ich sage jetzt mal, offensive Gefährlichkeit der Ingolstadter Mannschaft, die stellen das immer wieder unter Beweis. Sobald sie sich in der Offensivzone festsetzen können, dann ist immer Gefahr. Unser Torwart Felix hat heute wieder sehr, sehr stark gehalten, einige Situationen entschärft. Druck erhöht, Ausgleich geschafft durch einen verlorenen Bulli in der Offensivzone. Und so sind wir dann auch in Führung gegangen. Manchmal die Bullies werden so unterschätzt, weil die so häufig passieren, aber die sind dann so wichtig. Aber das Spiel war ausgeglichener als das Ergebnis. Ein Torunterschied oder geteilte Punkte wäre heute sicher gerecht. Da hätte sich keine, oder ich hätte mich zumindest mal nicht beschwert, weil beide Mannschaften sind wirklich an den Limit gegangen, um das Spiel zu gewinnen. Vielen Dank. Ja, danke, Herr Kreis. Rich Chalmers. Guten Abend zusammen. Vielleicht hätten wir nicht die Ergebnis im Spiel heute, aber ich denke, die Leidenschaft war da, die Leistung war da, der Kampfgeist war da und die Chancen zu Torschießen war da auch. Ich denke, Mannheim, das ist eine ganz andere Mannschaft diese Saison, weil sie haben auch den guten Kampfgeist und die Leidenschaft und ich denke, sie sind sehr gut in der defensive Arbeit und ja, Brookman hat ein super Spiel für Mannheim heute und vielleicht der war der Unterschied im Spiel. Aber der andere Unterschied auch war, sie hat drei Überzahl-Tor und wir hatten keine. Und das war auch die Entscheidung im Spiel heute. Aber ich muss nur ein Ding sagen über die Leistung von der Schiri. Und es ist nicht negativ, das ist nur ein Punkt und das ist die Wahrheit, weil vor dem Season jede Mannschaft in der Liga hat eine Sitzung mit einer Schiri. Vor dem Season, was ist eine Strafe und was ist nicht. Und das ist einfach für mich zu sagen heute, was war eine Strafe in der ersten Drittel, vielleicht war nicht die eine Strafe in der zweiten Drittel. Und als Trainer ist es immer der hart wird zu sagen zu den Jungs, du musst immer arbeiten, du musst immer kämpfen, und du musst immer konstant spielen. Aber wir müssen das auch haben von der Schiri auch in 60 Minuten. Wir müssen die konstant Entscheidung haben auch von der Schiri. Und vielleicht das war nicht die Unterschied im Spiel, aber ich war so stolz auf unsere Jungs, weil sie hat nicht verstärkt gespielt, nach der ersten Drittel. Aber wir hatten nicht die Chance gemacht auf unsere Torschießen ins Spiel. Dankeschön. Danke, Rich Schönematz. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Frage zu Michael Waginger. Was war mit Michael Waginger? War nicht mehr auf dem Eis? Eine Körperverletzung der Hüfte. Aber er war besser nach dem Spiel und schauen wir mal für Donnerstag gegen Krefeld, wenn Waginger kein Spiel oder spielen wird. Weitere Fragen der Presse? Scheint nicht so zu sein. Dann sehen wir uns ungewohnterweise wieder am Samstag um 19.30 Uhr gegen die Hannover Scorpions und direkt im Anschluss am Montag um 17.20 Uhr. Bis dahin, wieder schauen.